Promi-Geflüster, heute wieder aus dem Homeoffice, liebe Freunde. Nach wie vor haben wir Lockdown in der Corona-Pandemie und natürlich wiederum auch Verlängerung bekommen. Also das heißt, nochmal weitere 3 Wochen, 4 Wochen durchhalten mit entsprechenden Einschränkungen. Aber deswegen umso mehr freut es mich, wenn wir wieder hier liebe und nette Gäste begrüßen dürfen, hier bei Promi-Geflüster. In unserem Livestream-ähnlichen, Aufzeichnungsmodus. Und heute, eigentlich hätten wir sich fast live treffen können, denn so weit sind wir gar nicht entfernt. Sie wohnt nämlich in der Nähe von Stuttgart, Böblingen, so der Umkreis. Und dazu sage ich mal Hallo und herzlich willkommen, die Susanne Kaiser. Grüße dich. Hallo, lieber Frank, ich grüße dich auch ganz lieb. Und natürlich auch unsere Zuschauer. Ganz ist ja genau. Anders wie beim anderen Interview, wo man sagen muss, Zuhörer. Richtig, bei uns sieht man sogar noch zu, ganz genau. Also da weiß man dann, mit wem man es sozusagen zu tun hat, von Angesicht zu Angesicht, ganz genau. Genau. Richtig, Susanne Kaiser, ich weiß jetzt nicht, vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff, vielleicht dem anderen auch noch nicht. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen über dich. Wie ging es los? Ja, was sind so deine Stationen bislang gewesen und ja, was gibt es Aktuelles? 2008, da habe ich mein erstes Album rausgebracht und zwar das Album Lebensnah. Das war damals mit Michael Auer, also vom Premium Music. Und ja, und dann kam 2012 genau mein zweites Album, Küss mich. Das wurde auch von Michael Auer produziert. Dann ist er leider verstorben und dann habe ich auch eine ganze Weile aufgehört, habe dann zwischendurch zwar immer mal wieder 2, 3 Singles rausgebracht. Ja, und 2016 habe ich dann Adam Scheira kennengelernt. Der Name sagt wahrscheinlich den einen oder anderen nur irgendwas. Und zwar ja. Alle Fälle, Adam und Eve war da, glaube ich, genau, das Duo, gell? So in den 70er Jahren. Genau. Ja, und auch Selbstproduzent schon immer. Er hat ja damals auch die Claudia Jung produziert. Mhm. Damals der Entdecker sozusagen von ihr. Mhm. Ja, und seitdem machen wir zusammen Musik. Ja, klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Und SOS, das ist, glaube ich, so die aktuelle Single, die gerade auch in den Rundfunk-Hitparaden überall irgendwo präsent ist, ne? Genau, ja. Genau. Richtig. Ja, SOS, da steht ja auch dran, wenn man da die Single zur Hand hat, featuring Adam Scheider. Wie kam die Zusammenarbeit generell zustande? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns übers Internet kennengelernt, sozusagen Facebook, eigentlich über eine dritte Person. Und so kam ich dann mit Adam in Kontakt. Dann habe ich ihm auch was zugesandt und dann bin ich schon nach Spanien geflogen und habe 3 Songs aufgenommen. Und da hat er gemeint, wir machen ein Album zusammen. Okay, Spanien sagst du. Also er sitzt jetzt natürlich wie viele so wahrscheinlich direkt Spanien oder auf der Insel Mallorca? Also damals war er noch Mallorca, jetzt ist er inzwischen Alicante auf dem Festland. Auf dem Festland, sehr gut. Ja gut, klar. Also wenn man Sonne und Strand und Meer und alles um sich hat, dann kann man, glaube ich, ganz gute Ideen in Musik umsetzen, oder? Da lässt sich es wahrscheinlich besser komponieren mit Blick aufs Meer. Also zum Singen war es auf jeden Fall wunderbar. Ja, wunderbar, sehr schön. Wobei man ja eigentlich heute gar nicht unbedingt vor Ort sein müsste, theoretisch. Wenn man hier in Deutschland auch ein gutes Studio hat, dann könnte man auch theoretisch von hier aus arbeiten, oder? Theoretisch schon, aber klar, der Produzent will ja in der Regel selbst dabei sein, auch ein bisschen führend noch sein, dass er sagt, du, probier mal so und so, oder mir gefällt. Es muss ja auch ihm, sag ich mal, 1000% entsprechend. Und von dem her kann ich schon verstehen, wenn es dem Produzenten wichtig ist, dass er dabei ist. Ja, klar. Nee, logisch. Ganz klar. Wird jetzt darüber hinaus auch an einem weiteren Album gearbeitet oder was habt ihr für Ideen? Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Ich habe auch ganz aktuell gerade einen Song von ihm erhalten. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich schwierig, wann nach Spanien fliegen. Und ja,
Ich glaube, ich wäre schon lang wieder dort gewesen zum Aufnehmen, aber ja, gerade ist ein bisschen blöd, muss man so sagen. Definitiv, da zwickt es bei uns allen, sage ich jetzt mal, irgendwo, egal in welcher Branche man zurzeit aktiv ist, Ja. gerade so auch als Künstler, da hat man es wirklich schwer, allein schon Auftritte irgendwo zu kriegen, dann, und wie du gerade sagst, hier auch mit Produzenten sich treffen oder ins Studio zu Ja. gehen, das ist gerade alles nicht so einfach, genau. Ja gut, ich denke, innerhalb Deutschlands ist natürlich einfach, aber so für mich ist natürlich jetzt Ja. ganz blöd. Ja, sonst wäre ich gern schon lange. Wie hast denn du jetzt so die Krise bislang durchstanden? Ja gut, daheim, was will man machen? Ja gut, Genau. man muss es ja irgendwie, sage ich mal, das Beste draus machen. Mit Auftritten ist natürlich nichts. Und für mich lenkt es schon etwas ab, wenn man jetzt neue Songs wieder hat, wo man zumindest, ich mache ja immer in meinem Keller, übe ich meine Songs und singe sie. Und so hat man doch wieder, sage ich mal, eine bisschen Perspektive, wo man sagt, okay, das kommt jetzt wieder und es geht weiter. Und ja, von dem her ist das jetzt schon ganz schön. Na klar. Dann nutzt du natürlich wahrscheinlich auch die ganzen Social Media so aktuell, um gerade auch ein bisschen bei deinen Fans zu sein, oder? Auf jeden Fall, klar, ohne das geht es ja heutzutage sowieso nicht mehr. Also natürlich, da halte ich auf jeden Fall Kontakt. Ich versuche da auch immer, dass ich wirklich den Kontakt auch schön aufrechterhalte oder so. Manchmal bei Facebook rutscht zwar irgendwas ganz tief runter bei Nachrichten oder so, aber ich bemühe mich da schon. Ja, wo bist du dann überall drauf? Facebook, Instagram auch oder Ja. YouTube? Da sieht man wahrscheinlich auch. Genau, Ja. genau. Und natürlich die eigene Homepage. Die lautet wie? SusanneKaiser.de, alles zusammengeschrieben und Alles. Susanne mit zwei N. Genau. Ja, nee, da muss man da mal reinschauen und da ein bisschen Unbedingt. was dann auch von dir mitzubekommen. Denn ich habe auch gesehen, du hast auch jetzt dann mit der neuen Single auch ein neues Plattenlabel dann. Die Fiesta. Ja. Genau, das wurde jetzt über Fiesta vertrieben, genau. Die sind ja eigentlich auch ganz gut im Kommen, so wie ich letztes Jahr, also 2020, einige Künstler von denen auch schon kennenlernen durfte. Von daher denke ich mal, sind die, glaube ich, im Schlagerbereich ganz gut etabliert mittlerweile, ne? Ja, finde ich auch. Also ich denke, da habe ich auch wirklich, also ich bin sehr zufrieden, sind auch alle sehr nette Leute, was ich ja auch sehr wichtig finde, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und das muss ich wirklich sagen. Also bin sehr zufrieden. Ja, jetzt schauen wir mal schön auf 2021 mal. Was steht so grundsätzlich an? Klar, wir haben jetzt schon gesagt, hier eine weitere Single, Album in Planung. Was wären sonst noch so für Highlights gewesen, wenn jetzt alles normal läuft oder laufen würde? Ursprünglich mein Stück gewesen. Nee, für die Zukunft jetzt, was würde anstehen, sage ich mal? Gibt es da irgendwelche Pläne? Ja, wahrscheinlich wäre ich schon mittendrin in meinem neuen Album und hätte wahrscheinlich schon 5 oder 7 Titel aufgenommen. Okay. So stehe ich noch ganz am Anfang und koppel noch die noch aktuelle CD aus. Nee, ich dachte jetzt auch so ein bisschen vielleicht Auftritte, Tourneen, irgendwelche Highlights, die vielleicht. Nee, da kann man ja gerade gar nichts planen. Also das ist ja echt schwierig. Das wird da noch ein bisschen brauchen, denke ich mal. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nur das Beste wünschen und hoffen, dass man 2021 in der zweiten Jahreshälfte vielleicht doch wieder ein bisschen Licht, einen Lichtblick hat, oder? Ja, das hoffe ich auch. Gut, man braucht ja auch, sage ich mal, Diskotheken und alles. Also es gehört ja alles irgendwo dazu, was auch ein Künstler braucht. Und von dem her hoffen wir mal wirklich das Beste, dass die Musik einfach läuft, dass die Leute tanzen können auf deine Musik und es, ja. Immer nur alles online ist ja auch nicht so schön. Nee, definitiv nicht, ganz genau. Ja, und wie wir jetzt im Vorfeld ja auch nochmal gestern schon im Vorgespräch kurz festgestellt haben, sind uns ja auch schon ein paar Mal begegnet bei dem einen Gala, im Kleinen sozusagen oder hier in der Region.
Genau. So aus der Welt sind wir eigentlich gar nicht, also die Musikwelt und die Ne, Schöpfung also das nächste ist Mal dann. können wir uns persönlich, denke ich mal, treffen und mal ein Interview machen. Richtig, das holen wir auf alle Fälle nach. Vielleicht wird es ja im Sommer was. Das sollte ja eigentlich möglich sein, denke ich mal, oder? Dann machen wir im Freien im Biergarten ein Treffen. So ist Das es, wäre doch genau. was, oder? So ist es, das ist versprochen, ne? Okay, super. Sehr schön. Ja, dann würde ich einfach sagen, dir schon mal alles Gute. Wir die 10 Minuten, was wir wieder Sendezeit haben, die sind da schon wieder fast wie im Flug vergangen, ne? Darüber hinaus dann, klar, wenn man jetzt die Musik gerade nicht machen kann, gibt es noch andere Aufgabenfelder, die du machst, sei es Hobby, sei es Beruf, wie auch immer? Ja Oder gut, ich lebst du habe allein ja auch von der noch. Musik? Nee, also ich habe ja auch noch Familie und ja, da ist ja auch Homeschooling angesagt und ja, von dem her ist Gott sei Dank schon noch ein bisschen was los. Ja, genau. Also gibt es da schon noch ein bisschen Fulltime-Job so im Hintergrund. Genau. Ja. Wie Claudia Jung schon immer gesagt hat, 1000 Frauen, gell, muss man da manchmal sein. So ist es auch. Und jetzt im Moment ist es ja ganz gut, wenn man sein darf, gell? So Richtig. ist man wenigstens beschäftigt. Genau, da kommen dann schon die anderen Familienmitglieder und sagen doch und wollen das und jenes, ne? Genau. Ja, so ist es. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, wie gesagt, dass alles bald wieder für dich da auch weitergeht, so wie es du dir wünschst Für und uns alle, gell? für uns alle vor allen Dingen dann auch, genau. Und wie du gesagt hast, ist versprochen, wir machen da was Großes und hoffentlich auch mal wieder einen schönen Auftritte, dass man die wieder Das wäre sehr schön. absolvieren kann, gell? Ja, das wäre sehr schön. Okay. Dann dir eine gute Zeit und herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast, hier bei Promi-Geflüster vorbeizuschauen. Hat mich gefreut. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch und allen Zuschauern natürlich. Und schick mal ganz viel Liebesbussi an alle, die zugucken. Das mache ich. Sehr gerne. Okay, dann Okay. mach's gut. Bis Danke dir. dann. Tschüss. Tschüss.